بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Es gibt einen Moment vor dem Tod, welcher sich Ihtidhar nennt. Und dieser Moment ist der Moment, über den Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und er sendet Hüter über euch, bis, wenn dann zu einem von euch der Tod kommt, ihn unsere Gesandten abberufen und sie vernachlässigen nichts. Wer sind diese Gesandten? Die Gesandten sind die Engel. Das heißt, die Engel werden geschickt und die Person, die in diesem Zustand ist, das heißt im Zustand des Sterbens, diese Person wird diese Engel sehen. Das heißt, das ist der Moment, wo der Mensch sehen wird, was die Realität ist. Und wir finden in einer Überlieferung, im Musnad von Imam Ahmad, der Isnad ist authentisch, das heißt die Überlieferungskette ist authentisch, finden wir genauestens geschildert, was passieren wird, wenn der Mensch stirbt. So heißt es in der Überlieferung von Al-Bara ibn Azib, der sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Innal abd al-mu'min, idha kana fi inqita'i min ad-dunya, وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. Wenn der Gläubige in diesem Prozess ist, wo er stirbt, und er geht vom Diesseits über zum Jenseits, dann kommen Engel hinab vom Himmel, weiße Gesichter, als wären sie die Sonne. معهم كفن من أكفان الجنة. Sie haben Totentücher vom Paradies. وحنوط من حنوط الجنة. Und sie haben Parfum, sie haben einen guten Geruch bei sich von den guten Gerüchen des Paradieses. حتى يجلس منه مد البصر. Bis er sich dann vor ihm hinsetzt. Er setzt sich dann hin, sodass er ihn sieht. ثم يجيء ملك الموت. Dann kommt der Todesengel. حتى يجلس عند رأسه. Dann setzt sich der Todesengel bei seinem Kopf hin. فيقول. Und er sagt. أيتها النفس الطيبة. O du gute Seele. أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. Komm heraus zur Vergebung Allahs und zu seiner Zufriedenheit. Und dann wird die Seele rauskommen wie ein Tropfen aus einem Wasserträger. Das heißt, die Seele, sie wird glatt und reibungslos hinauskommen. Wie ein Tropfen hinunterkommt. Fein, glatt, reibungslos und einfach, ohne Widerstand. Das in Bezug auf die Seele des Gläubigen. Wie wird es mit dem Kafir sein? Wie wird es mit dem Ungläubigen sein? In der Überlieferung heißt es weiter. Wenn der Kafir dann von der Dunya zur Akhira übergeht, wenn er vom Diesseits zum Jenseits übergeht, dann kommen Engel zu ihm hinab. Vom Himmel. Und diese Engel werden schwarze Gesichter haben. Sie werden Leichentücher aus hartem, rohem Material bringen. Und dann kommt der Todesengel und er setzt sich bei seinem Kopf hin und er sagt, O du üble Seele, komm hinaus zum Zorn deines Herrn. Und diese Seele, nachdem sie diese Worte hört, möchte sie den Körper nicht mehr verlassen. Und sie verstreut sich im Körper. Und deswegen wird dann die Seele rausgerissen, wie ein stacheliger Ast aus nasser Wolle. Stellt euch vor, ja, wie dieser Ast die Wolle rausreißt. Ein heftiger Schmerz. Und so wird die Seele des Käfers rausgerissen. Und es kann sein, dass selbst der Gläubige in diesem Moment Furcht empfindet. Weshalb dann zu ihm Engel geschickt werden, um die Seele zu beruhigen. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Innal ladhina qalu, diejenigen, die sagen, Rabbuna Allah thumma istaqamu, tatanazzalu alayhimul malaika, alla takhafu wa la tahzanu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah, und sich dann hierauf recht verhalten, auf sie kommen die Engel herab und sie werden sagen, fürchtet euch nicht, seid nicht traurig und vernehmt die frohe Botschaft vom Paradiesgarten.
der euch stets versprochen wurde. Ich möchte, dass wir hier kurz reflektieren. Stellt euch vor, euer ganzes Leben habt ihr die Ibadat gemacht, die von euch verlangt wurden. Ihr habt die 5 Gebete gebetet, auch wenn es schwer war. Auf der Arbeit habt ihr sie gebetet, auch wenn der Arbeitgeber es nicht leicht gemacht hat. Ihr musstet möglicherweise den Job wechseln. In der Schule musstet ihr schauen, wie ihr eure Gebete verrichtet. Aber der Fokus war das Jenseits, also habt ihr die Gebete verrichtet. Und in den heißen Fastentagen von Ramadan habt ihr gefastet, während die anderen in Schwimmbäder gegangen sind und kühle Getränke getrunken haben. Hast du gefastet und du hast das gesehen. Und du warst in der Schule, während andere nicht gefastet haben. Aber du hast durchgehalten. Und du hast von deinem Besitz abgegeben an die Armen und die Bedürftigen und diejenigen, die darauf ein Recht haben. Und du hast deine Familie und deine Nachkommenschaft den Koran beigebracht und die Gebete beigebracht. Und du hast das getan, was von dir verlangt wurde. Du hast Allah niemanden beigesellt. Du hast Allah alleine gedient, dein ganzes Leben. Und möglicherweise, selbst wenn du vorher ein Nicht-Muslim warst und den Islam dann angenommen hast, so hast du Allah angebetet, nur ihn alleine. Denn nur er hat das Recht auf diese Anbetung. Und jetzt kommt dieser harte Moment, wo man stirbt. Und man fürchtet sich, man hat Angst. Was passiert mit mir? Und dann lässt Allah subhanahu wa ta'ala Engel schicken. Warum? Weil du gesagt hast, mein Herr ist Allah. Und danach hattest du Istiqama. Du bist auf diesem Weg geblieben. Wie oft sehen wir Menschen, die praktizieren und nach einem Jahr siehst du sie nicht mehr. Sie haben aufgehört zu beten. Sie haben nichts mehr mit der Religion zu tun. Keine Istiqama. Aber du hast durchgezogen. Du hast es dein ganzes Leben lang durchgezogen. Mal wurdest du schwach, ja, aber du hast wieder zurückgefunden zu Allah. Du hast Höhen und Tiefen, ja, der Iman bleibt nicht gleich, er steigt und er sinkt. Aber du hast kontinuierlich diesen Weg eingehalten und hast gekämpft. Und dann, in diesem schwierigen Moment, schickt Allah diese Engel und die sagen zu dir, fürchte dich nicht, sei nicht traurig. Und hier hast du die frohe Botschaft vom Paradies. Das Paradies, das dir immer versprochen wurde, als du den Koran aufgeschlagen hast und gelesen hast, als du den Koran auswendig gelernt hast, all die Verse, die darüber sprechen, dass du ins Paradies eingehst, wurde dir das nicht jedes Mal versprochen? Hat Allah dir das nicht versprochen? Und du hast daran geglaubt. Du hast an das Paradies und an die Worte Allahs geglaubt, ohne einen Zweifel. Auch wenn die Leute sich über dich lustig gemacht haben. Du hast daran geglaubt und du wusstest, dass das wahr ist. Und jetzt kommen diese Engel und sie sagen dir, hab keine Angst, sei nicht traurig. Du kriegst die frohe Botschaft vom Paradies, was dir versprochen wurde. Was für ein gewaltiger Moment muss das sein für einen Menschen, der diese Phase durchläuft, der sich in dieser Situation befindet. Und im Gegenteil dazu heißt es, وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقَ. Und wenn du sehen würdest, wenn die Engel diejenigen abberufen, die ungläubig sind, wobei sie sie ins Gesicht und auf den Rücken schlagen und sagen, kostet die Strafe des Brennens. Dies geschieht wegen dessen, was eure Hände vorausgeschickt haben. Und deshalb, weil Allah keiner ist, der den Menschen Unrecht zufügt. Ihr habt es euch selber zuzuschreiben. Ihr seid verantwortlich für euren Kuffer. Also kostet die Strafe. Schaut, du hast beide Szenarien vor Augen. Möchtest du das erste Szenario oder das zweite? Wenn du das erste Szenario möchtest, du möchtest, dass Engel kommen, die dir sagen, dass du ins Paradies kommst, dass du keine Angst haben sollst, dann ist die Zeit, wo du jetzt die Entscheidung treffen kannst, genau jetzt. Wenn du nicht betest, dann fang an zu beten. Wenn du nicht fastest, dann faste. Wenn du weit entfernt von der Religion warst, dann fang an, diese Religion zu lernen und sie kennenzulernen. Und sei der Erste in deiner Familie, wenn es keiner vorher getan hat. Ata ibn Abi Rabah, er sagte, Dhikrul Maut ya'tik ashya' thalatha. Wenn du den Tod gedenkst, gibt es dir drei Sachen. Erstens, ta'jil at-tauba, dass du bereust, dass du schnell bereust.
Das ist das Erste. Das heißt, der Tod oder das Gedenken an den Tod lässt dich bereuen. Warum? Weil du wieder die Realität vor Augen hast. Du weißt, dass diese Welt vergänglich ist und dass der Tod bevorsteht. Bei dem einen früher und bei dem anderen später. Selbst wenn es 80 Jahre sind, selbst wenn es 100 Jahre sind. Die Zeit vergeht extrem schnell. Und frag einen Menschen, der 90 Jahre alt ist, wie hast du dein ganzes Leben empfunden? Und er wird dir sagen, wie ein Augenblick. Demzufolge lässt dich das Gedenken an den Tod bereuen. Du bereust. Eine zweite Sache, die dir das Gedenken an den Tod gibt, ist Ar-Rida bil-Qalil. Dass du mit dem Minimum zufrieden bist, dass du dich zufrieden gibst mit dem Minimum. Warum? Weil du weißt, dass du hier nur eine gewisse Zeit verbringst und dann geht es weiter. Genau wie jemand sich unter einen Baum gesetzt hat, weil er von dem Schatten profitieren will und dann nach kurzer Zeit weiterzieht. So ist dieses Diesseits für dich. Du bist nur kurz hier und dann geht's wieder weiter zu deinem ewigen Heimatort. Und ob es das Paradies oder die Hölle ist, liegt in deiner Hand. Du bist derjenige, der die Taten dafür tun kann, um es dir zu verdienen, ins Paradies zu kommen. Und schaut, subhanallah, das, was die Leute heute depressiv macht, ist der ständige Konkurrenzkampf um diese vergängliche Dunya. Er fährt dieses Auto, er hat sich ein Haus gekauft, er hat dies gemacht, er hat jenes gemacht. Diese Sache, dieser ständige Konkurrenzkampf, er macht die Menschen depressiv. Er bringt so viele negative Sachen mit sich und hat überhaupt keinen Nutzen. Und schaut, wie der Tod dich davon rettet, von diesem erbärmlichen Konkurrenzkampf, den die meisten Menschen hier führen, um diesseitige Güter, die vergänglich sind. Und wenn er tot ist, nimmt er nichts davon mit. Manche sagen, ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht, ständig diese Vergleiche und so weiter und so fort. Dann gedenke den Tod. Denn das wird dir helfen, dich mit dem Minimum zufrieden zu geben. Und das ist die dritte Sache. Dass derjenige, der den Tod gedenkt, der weiß, dass diese Sachen vergänglich sind. Und es ist nicht wert, um diese Sachen zu konkurrieren. Dann haben wir eine andere Sache. Wenn der Mensch stirbt, durchläuft er etwas, das nennt sich Sakaratul Maut, was mit Trunkenheit des Todes übersetzt wird. Oder auch die Betäubung des Todes. Und was bedeutet das genau? Das bedeutet, dass man von den Schmerzen des Todes so benommen ist und man sogar bewusstlos werden kann, durch diesen Schmerz, der verursacht wird beim Sterben. Und eine Person, die sich im Zustand von Sakaratul Maut befindet, durchläuft Phasen der Bewusstlosigkeit und des Schwindels. Und diese werden verursacht durch den Schmerz, den diese Person hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقَّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدَ. Und es wird die Trunkenheit des Todes mit der Wahrheit kommen. Das ist das, wovor du auszuweichen pflegtest. Der Tod ist wahr und er wird kommen. Auch wenn wir versuchen, diesen Tod zu vermeiden und ihn so zu behandeln, als würde es ihn gar nicht geben. Er wird jeden treffen und das geschah auch mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, als er im Sterben lag, gab es einen Topf mit Wasser und er tauchte seine Hände in das Wasser und dann wischte er sich das Gesicht ab und er sagte, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Es gibt keinen Gott außer Allah, wahrlich, im Tod oder beim Tod gibt es Sakarat. Das heißt, sogar der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, spürte das. Und wenn der Prophet dies fühlte, Allahs Segen und Frieden auf ihm, wie ist das dann mit uns? Und wie ist es mit den Ungläubigen? Was werden die Ungläubigen fühlen? Obwohl jeder diesen Schmerz durchläuft, gibt es verschiedene Stufen. Und es gibt auch eine Kategorie, die fast keinen Schmerz empfindet, wie zum Beispiel die Shuhada, die Märtyrer. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt in der Überlieferung bei Imam Ahmad und At-Tirmidhi und An-Nasai etc., dass der Shahid den Schmerz des Todes fühlt, wie einer von euch den Stich eines Insekts fühlen wird.
Wenn der Mensch diese Welt verlässt, wünscht er sich zurückzukehren. Wenn er ein Käfer ist, möchte er Muslim werden. Wenn er ein Asi ist, wenn er ein Sünder ist, dann möchte er zurückkommen, um Allah um Vergebung zu bitten. Er möchte Tauba machen für das, was er getan hat. Aber Allah subhanahu wa ta'ala macht klar im Koran, حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمِلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتِ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Bis wenn der Tod zu einem von ihnen kommt, er sagt, mein Herr, schicke mich zurück, damit ich Gutes tue in dem, was ich zurückgelassen habe. Nein, es ist nur ein Wort, das er spricht, und hinter ihnen ist ein Barzach, also eine Barriere, bis zu dem Tag, an dem sie auferweckt werden. Und dies erwähnt Allah in Sure 23, Vers 99 bis 100. Ihnen wurde eine Chance in dieser Welt gegeben und sie haben sie nicht genutzt. Allah hat darauf aufmerksam gemacht. Er hat Propheten geschickt. Er hat den Koran hinabgesandt. Er gab uns die Sunna. Er gab uns die Rechtleitung. Und es kamen immer wieder Leute im Laufe des Lebens, die dich aufmerksam gemacht haben auf diese Wahrheit, aber du hast abgelehnt. Das bedeutet, die Chance ist vorbei. Die Chance, die du in dieser Welt hättest nutzen können, ist vorbei und es ist zu spät. Und das wissen sie. Und deswegen bitten sie darum, zurückzukommen, um zu bereuen und Gutes zu tun. Und Allah sagt, dass es eine Barriere zwischen ihnen und ihrer Rückkehr geben wird. Und sie werden niemals die Chance haben, noch ein zweites Mal Gutes zu tun. Deswegen erkenne den Wert, gerade am Leben zu sein. Erkenne diesen Wert. Es gibt so viele Milliarden von Menschen, die tot sind und sich wünschen würden, an deiner Stelle zu sein. Kenne diesen Wert. Gerade ist die Tür noch auf. Die Tür ist auf für die Tauba. Die Tür ist auf für die Vergebung Allahs. Aber später wird nichts mehr akzeptiert. Jetzt ist es noch möglich, aber später nicht mehr. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ Die Annahme der Reue obliegt Allah nur für diejenigen, die in Unwissenheit Böses tun und hierauf beizeiten bereuen. Deren Reue nimmt Allah an. In Sure 4, Vers 17. Ibn Kathir erwähnt mehrere Aussagen in Bezug auf das Wort beizeiten bzw. bald. Also in dem Vers heißt es, die in Unwissenheit Böses tun und hierauf bald bereuen. Was ist hier mit diesem bald gemeint? Bis wann hast du die Möglichkeit, Tauba zu machen? Wir finden hierzu mehrere Aussagen. Wie zum Beispiel die von Ibn Abbas, die von Ali ibn Abi Talha über Ibn Abbas überliefert wird, wo er sagt, dass mit bald gemeint ist, ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. Also quasi bis er den Todesengel sieht. Bis dahin hat er die Möglichkeit. Das heißt kurz davor, noch weil wenn er den Todesengel dann sieht, dann ist es vorbei. وقال الضحاك und الضحاك sagte, ما كان دون الموت فهو قريب. Solange er noch nicht gestorben ist, so ist es bald. Das heißt, solange du noch lebst, kannst du noch um diese Vergebung bitten, die man braucht von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben noch die Aussage von Al-Hasan al-Basri, das mit bald gemeint ist, ma lam yugharghir, solange er nicht in diesen Zustand kommt, wo er stirbt. Yugharghir, damit ist der Zustand gemeint, wo der Körper die Seele verlässt. Und der Ikrima sagte, ad-dunya kullaha qarib, das gesamte Diesseits ist nah. Das heißt, in anderen Worten, du hast so lange Zeit, Allah um Vergebung zu bitten, solange du noch lebst. Oder bis die Sonne vom Westen aufgeht. Weil das sind die beiden Momente, wo die Reue oder die Tür der Reue geschlossen wird. Wenn die Zeit des Todes gekommen ist, wird keine Reue mehr akzeptiert. Und das ist auch das, was Pharaon getan hat. Allah beschreibt es im Koran. Er sagt, als er vom Ertrinken erfasst wurde und er sagte, ich glaube, dass es keinen Gott gibt, außer dem, an dem die Kinder Israels glauben, also die Bene Israel, und ich gehöre nun zu den Muslimen. Erst jetzt, wo du dich doch zuvor widersetztest und zu den Unheilstiftern gehörtest. Das heißt,
Jetzt fällt dir ein, Tauber zu machen, wo du kurz vorm Tod bist? Nein, das wird nicht angenommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala nahm seine Reue nicht an, denn es war zu spät. Allah wird also deine Reue akzeptieren, solange sie vor dem Zeitpunkt gesprochen wird, an dem die Seele den Körper verlässt. Umso wichtiger ist es, dass man diese Reue niemals hinausschiebt, denn der Tod kommt plötzlich. Man wird nicht benachrichtigt. Er kommt unangekündigt und es gibt keine Möglichkeit, nochmal die Zeit zurückzudrehen. Und wir reden hier über das Jenseits. Das heißt, das Resultat beeinträchtigt das Jenseits von dir. Wenn du diese Chance verspielst, dann ist das Jenseits die Hölle. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, man kommt nie wieder aus dieser Hölle raus. Demzufolge ist es eine Entscheidung, worüber er tagtäglich nachdenken sollte. Es ist keine kleine Sache. Wie viele Jahre opfert man, um am Ende einen Job nachzugehen, den man für 40 Jahre tut? Man opfert 13 Jahre Schule, wenn man sein Abitur macht und dann nochmal ein Studium hinterher, wenn wir von einem Durchschnittsstudium ausgehen von 4 Jahren, dann opfert er ganze 17 Jahre, um einem Job nachzugehen, den er dann am Ende 40 oder 50 Jahre macht. Das heißt, 17 Jahre opfert man für 40 oder 50 Jahre, vorausgesetzt man lebt so lange. Wie viele Jahre sollte man dann für die Unendlichkeit opfern? Verdient es diese Sache nicht, dass sie mehr Aufmerksamkeit bekommt? Demzufolge zöger niemals die Tauba hinaus. Bitte Allah jetzt um Vergebung. Und wenn du den Koran liest, dann wirst du feststellen, dass die meisten Schreie der Menschen im Höllenfeuer aufgrund des Zögerns sind. Sie bereuen wegen dem Zögern. Sie bereuen nicht, das Diesseits ausgenutzt zu haben für die richtigen Sachen. Sie werden sagen, oh Allah, lass mich zurückgehen, damit ich dies und jenes tun kann. Warum? Weil sie gezögert haben, als sie noch die Chance dazu hatten. So zöger nicht. Und wir haben die Überlieferung, Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Wer es liebt, Allah zu treffen, so wird Allah es lieben, ihn zu treffen. Und man kariha liqa' Allah, kariha Allahu liqa'ahu. Und wer es hasst, Allah zu treffen, so wird Allah es hassen, ihn zu treffen. Und Aisha, sie verstand das nicht ganz. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärte es ihr dann. Und er sagte, wenn der Gläubige stirbt, dann kommen Engel und sie geben ihm die Frohbotschaft von der Zufriedenheit Allahs. Und er wird nichts mehr lieben als das. Und er wird dann das Treffen mit Allah lieben. Ich meine, wenn Allah ihm sagt, dass er zufrieden mit ihm ist, dann wird er es lieben, Allah zu treffen. Und der Kafir, wenn er stirbt, da wird ihm die Botschaft der Strafe Allahs gebracht. Und dass Allah ihn bestrafen wird. Und so wird er es hassen, Allah zu begegnen. In der Überlieferung heißt es, vom Propheten Allahs Segen und Frieden auf ihm, dass er Allah darum gebeten hätte, uns die Geräusche der Menschen in ihren Gräbern hören zu lassen. Aber er befürchtete, dass wir dann die Toten dann nicht mehr begraben. Also hat er das nicht gemacht. Ja, weil wir die Strafe hören können, weil wir hören können, wie die Leute schreien. Und aus Angst, dass wir danach nicht mehr die Menschen begraben, hat er nicht darum gebeten. Möge Allah uns ein gutes Ende geben. Hada wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammad.